Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, Carsten und ich sitzen hier schon. Wir warten auf die 5 Euro Überraschungsshow, die sofort losgeht. Da kriegen Sie eine halbe Stunde lang nur Schnäppchen, die alle nur 5 Euro kosten. Das muss man sich mal vorstellen. 5 Euro hat jeder und das ist immer wieder überraschend, was wir hier kriegen. Wir sind begeistert von den Produkten. Sie werden es auch sein. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Moni wird sie uns reinbringen. Die ist die Einzige, die weiß, was wir bekommen. Ja. Und Sie dürfen jedes Produkt bis zu 5-mal bestellen. Ich sehe da schon was. Los geht's. Sieht so ein bisschen aus wie eine Schablone oder wie so ein Seitenteil von irgendwas, was man zusammenbauen sollte, oder? Bitte schön. Dankeschön, vielen Dank. Bitte schön. Was ist das denn? Aha. Ah, das ist ein Faltbrett zum T-Shirts falten. Nicht nur T-Shirts, auch Hemden, Hosen, alles kannst du damit ein Faltbrett. Falten. Noch nie gesehen? Nein. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann, aber ich hatte sowas selber mal. Sowas habe ich vor vielen Jahren mal. Auch im Teleshopping verkauft. Aha. So, Moment, so. Muss ich mal überlegen. So, ich geb dir auch gib mal mir eins auch mal ein. So, ist das ist das nur eins oder ist das ein Zweier- oder Dreier-Set oder so? Ist eins. Eins, okay. Aber eins reicht, ja. So, jetzt pass auf. Ich glaube nämlich, man legt das so hin. Genau. So, und dann kommt das T-Shirt so da drauf. Und ich meine mit der Nase nach vorne. Genau. Und, boah, Gott, ist das denn? Tja. Ist das Elefantengröße oder 3XL? Da können wir fast mehr zusammen rein. So, also. Moment. So, hinlegen. Mhm. So. Und jetzt machen wir das, glaube ich, so. Und so. Augenblick. Ja, so. Naja, so ungefähr. Mhm. So, also bei 3XL mag das Ganze ein bisschen haken, aber. So. Und jetzt hast du ein vermeintlich perfekt. Wahnsinn! Wie schnell das ging. T-Shirt. Tada! So, und so passt es nämlich auch in den Schrank rein. Die meisten Schränke haben eine Standardgröße und so kriegst du zwei T-Shirts nebeneinander. Sehr schön. Cool, oder? Das gefällt mir. Also, du kannst das wirklich hier sehen wir, Diana macht das mal. Jetzt es ist vor allem so ordentlich, weil alles, was sie zusammenfalten, exakt die gleiche Größe hat. Das ist cool, oder? Ich habe das ja damals beim Bund lernen müssen. Da zehre ich immer noch von. Ja, nee, T-Shirts, Hemden, Hosen, egal was. Das muss ja alles exakt die gleiche Breite haben und absolut ordentlich aussehen. Das ist, also man kann das lernen, es dauert einen Moment. Mit dem hier geht das natürlich super einfach. Ja. Das merken Sie nicht nur beim Schrank einräumen, das merken Sie beim Kofferpacken. Wenn das vernünftig zusammengelegt ist, passt viel mehr rein. Wollen wir es nochmal sehen? Und es sieht vor allem super ordentlich aus und es hält sich auch länger faltenfrei. So, 3XL, Halleluja. Also sowas macht er am besten auf dem Bett, mache ich sowas immer, weil da hast du eine große, flache Oberfläche. Einmal. So, weil das so lang ist, ist das natürlich ein bisschen doof jetzt hier. Zack, die zweite Seite, schwupp. So, komm her. So. So. Haben wir schon mal die Ärmel drin und zack. Wow. Das ist so ewig, ewig lang, dieses Shirt. So. Wenn man nicht hängen bleibt. Guck dir das mal an. Manierlich aus. Tada! Ja. Sehr schön ordentlich. Also gib mir das Hemd nochmal. Am besten geht es natürlich, wenn Sie eine große, glatte Oberfläche haben hier. Ja. Nehmen wir mal an, dass wir Ihre Bettdecke. Dann legen Sie das einfach nur hier in voller Länge und Breite drauf. Brauchen Sie gar nicht so genau zu machen. Und dann falten Sie das hier zur Seite. Einmal. Und den falten Sie zur anderen Seite. So. Den Ärmel ein bisschen rein. Schauen Sie mal, das hat jetzt eine konstante Länge hier. Ja. Und dann können Sie das hier ein bisschen rüber machen, weil wir ein bisschen länger sind. Und schwupp. Und zusammen, und dann haben Sie ein perfekt zusammengelegtes T-Shirt hier. Das ist so ungefähr so DIN A4-Blattgröße jetzt. So ungefähr DIN A4-Blatt. Ja, jetzt ist auch, schau mal hier. Da, da. Ist das nicht toll? Die Männer sind unordentlich, oder? Sehr schön. Wenn du das mit mehreren machst, dann hast du eben so, das sieht im Kleiderschrank so toll aus. Wenn die alle so von oben nach unten exakt die gleiche Breite haben, gleich hoch sind, gerade mit Hemden und Hosen ist das wirklich fantastisch. Mhm. Und wie gesagt, das ist eine Größe, die können sie auch viel einfacher dann in Koffer packen. Ist eine fantastische. Ist eine fantastische Arbeit. Ich kann das auch ohne die, aber wie gesagt. Das ist cool. Ja, ist eine coole Idee. So, sind alles vernünftig gefaltet. Zack, kann man direkt in den Schrank einräumen und alles ist gut. Aber wir sind ein bisschen Ordnung in der Bude.
Ja, sehr gut. Also es ist wirklich toll. So. Richtig toll hier. Und für nur 5 Euro können Sie bis zu 5-mal bestellen. In nur 3 kinderleichten Schritten sind alle Shirts knitterfrei gefaltet. Mit der Bestellnummer MX5838 und die 569. Ausgesprochen praktisches Produkt hier, um Ordnung zu schaffen, um das alles sehr schön zu machen alles. Und eben auch vielleicht zum Verreisen natürlich die Sachen vernünftig zusammenzulegen vorher. Ja. Sieht im Kleiderschrank gut aus. Toller Start. Aus. Schön. Wusste ich gar nicht, dass wir sowas im Programm haben. Kinderleicht geht das damit. Das habe ich damals bei ShopTV für Sat.1 verkauft. Vielen Dank. Das ist, oh Gott, das war vor 2 Läden. Ja, das den gibt es gar nicht mehr, ne? Das ist über 20 Jahre her. Ja. Wahnsinn. Oh, jetzt wird es romantisch. So, jetzt haben wir hier, oh ja. Stabkerzen sind das. Ja. Mit Fuß, mit Socke sozusagen. Wie viel sind denn das? Ja, das ist ein Zweier-Set wohlgemerkt. 2 Stück. Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt das eigentliche Highlight. Wahnsinn. Die Stabkerze. Ladies and Gentlemen, die Stabkerze. Tada! Tada! So. So, die sind mal richtig schön. Die sind für den Esstisch super. Oh ja. So ein Candlelight-Dinner auf LED. Vor allen Dingen ist immer... Ja, wenn du jetzt dann schön Läufer drauf hast, so ein Tischdeckchen oder sowas alles, so Brokat ja, oder sowas, und da drauf gewachst drauf, ärgerst du dich schwarz, kriegst du nie wieder raus. Die hier sehen zwar aus wie echte Kerzen, ja, haben aber eben dieses Risiko nicht. Die tropfen kein Wachs runter, die brennen nicht runter, gar nichts, die sind immer schön, sagt man, glaube ich, dazu. Haben wir jetzt ein Candlelight-Dinner? Wir haben ein romantisches Candlelight-Dinner hier. Schauen Sie mal an, wie echt die aussehen. Auch durch diesen Flackereffekt hier bei den Kerzen selber sehen die super echt aus. Die Kerzen selber haben sogar hier diese Tropfnasen dran an der Seite. Oh ja. Und der Ständer für diese Kerzen ist super elegant hier in diesem Chrom gehalten. Da können Sie auch normale Kerzen reinstellen, aber hier mit diesen LED-Kerzen ist das natürlich der Hammer. Da bekommen Sie das Zweier-Set hier für 5 Euro. Carsten, du bringst uns jetzt unseren Wein. Haben die Herrschaften schon gewählt? Ich hätte gerne einen trockenen Grauburgunder. Einen trockenen Grauburgunder, sehr wohl der Herr und die Dame. Mit einer Weißweinschorle nehmen. Und eine Weißweinschorle, eine sehr gute Wahl. Ja. Kommt sofort. Gut, du hast kein Spezi gesagt. Und natürlich hier die Kerzen, die würde ich auch gerne kaufen. Wo bekomme ich denn die? Die bekommst du bei Pearl heute in der 5-Euro-Überraschungsshow. Wahnsinn. Für 5 Euro. Hier sehen wir das Paar, was Sie bekommen, was bei Ihnen zu Hause auch auf dem Tisch stehen kann. Ist natürlich auch was fürs Kinderzimmer, für ältere Leute. Man braucht keine Angst zu haben mit diesen Flammen, weil die halt wirklich nur LED-Kerzen sind. Stimmt. Da kann man sicher unterwegs sein. Also das Zweier-Set und davon vielleicht mehrmals zugegriffen. Da haben wir so richtig schön so einmal rund um die Badewanne drapiert. Oh, und die Badewanne natürlich. Oh, also schöne Musik dazu und dann die Tür zu. Ja, richtig klasse hier. Die sehen total super aus. Vielleicht kommt ja noch einer. So, das ist die Bestellnummer NX8136 und die 569. NX8136 und die 569. Die Kerzen sind optisch ansprechend und schaffen eine romantische Atmosphäre. Hat auch die Heidi in Recklinghausen schon ausprobiert. Und die Moni hier neben uns. Und die Moni in Dassel hat das auch schon ausprobiert. Bitte schön. Vielen Dank. Also bis jetzt habe ich schon Sachen für 25 Euro zusammen. Echt? Ja. Da gibst du die Kerzen aus. Würde ich ausgeben und dieses Faltding ist wirklich eine tolle Sache gewesen. Was ist das denn? Lecteur de Carte Micro SD. Das ist ein Micro SD Kartenleser. Was fallen lassen? Und USB OTG Adapter Set für Micro USB und USB Typ C. Moment, ich hab's gleich. Damals? Ich bin gleich wieder da. Jetzt. Der Carsten, so. Energiegeladen. So, gleich beim ersten Mal. Pass auf, so. Ja, die sind ja so versteckt. So kleine Adapter-Steckerlis, ja? Ach ja. So. Steckerlis. So, und das ist ja immer so das Problem, dass man manchmal so ganz einfach etwas überbrücken muss. Ich gebe die mal so weiter. Ich habe sie hier noch original verpackt. Ja, und die bitte zulassen, habe ich gehört. Die lasse ich zu? Ja, bitte. So, okay, was haben wir hier alles? Wir haben also Micro-SD-Kartenleser und USB-Adapter. Ja. Und das im praktischen Set. Ja. Übertragen Sie bequem Daten per USB auch mit Ihrem Smartphone und oder Tablet. So, jetzt reden wir natürlich von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Steckerlösungen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie gucken möchtest, wie du von einem iPhone Daten auf einen Rechner überträgst, brauchst du schon wieder... Nee?
iPhone ist nicht dabei, es ist USB-C und Micro-USB und der normale USB-Stecker. Also wenn du von einem Android-Gerät Daten ganz genau. Das schneiden wir raus, auf einen Laptop übertragen möchtest. Also einmal ist das natürlich ein hervorragender Micro-SD-Kartenleser. Da stecken Sie einfach die Micro-SD-Karte rein und können die dann auf dem Computer lesen. Was aber hier der Hammer ist, sind diese drei Adapter, die Sie dazu bekommen, dass Sie da einen normalen USB-Stick zum Beispiel oder eine USB-Festplatte in Ihr Handy reinstecken können. Überleg mal, damit kannst du deinen Speicher unglaublich erweitern. Du kannst Dateien vom Handy runterziehen ohne Kabel. Aber sag mal, du bist mal unterwegs und hast ganz viele Filme auf so einem Stick. Ja. Die brauchst du nicht aufs Handy zu ziehen, sondern du steckst dann einfach deinen USB-Stick in dein Handy, was eben nur USB-C oder Micro-USB kann. Ja. Diese Adapter sind Gold wert. Und hier sehen Sie das mal alles zusammen hier. Für 5 Euro ist ein ganz, ganz tolles Angebot, was wir Ihnen hier machen. Ja. Sogar USB 3. Und dann können Sie hier eben Ihren Memory-Stick und sogar eine externe Festplatte an Ihr Handy anschließen. Das ist das Tolle hier dran. Also ein richtig cooles Set mit allem, was dazugehört. Und das weiß auch die Elena aus Lüdenscheid zu schätzen. Endlich kein Kabelsalat mehr. Mhm. Kurz und knapp zusammengefasst, recht hat sie. Und der Malte aus Borken ergänzt noch. Sehr empfehlenswert, um Daten zwischen Handy und Computer unkompliziert schnell auszutauschen. Egal, ob man ein altes oder ein neues Handy hat, ja, durch die verschiedenen Adapter-Anschlussmöglichkeiten ist das kein Problem mehr. Auch hier gerne bis zu 5-mal zugreifen, wenn Sie möchten, mit der Bestellnummer PX2341 und die 569. PX2341 und die 569 von der ganzen Hand von Stecker links. Ja. Oha, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt haben wir einen Preisalarm und während Sie jeden anderen Artikel hier bei uns in der 5-Euro-Überraschung schon gerne bis zu 5-mal pro Besteller ordern dürfen, müssen wir bei dem Preisalarm leider etwas zurückrudern. Den dürfen Sie nur einmal pro Besteller ordern, aber das lohnt sich meistens ganz besonders. Das ist immer ein Megaschnapper. Oh, das ist aber schön. Ja. Das ist so ein Türkleidehaken, oder? Ganz genau, die kannst du ganz einfach über die Tür hängen und dann hast du hier diese ganzen Haken zur Verfügung, die richtig solide halten. Hier sehen wir es mal. Und die können Sie Handtücher aufhängen, Jacken aufhängen, alles, was man normalerweise im Kleiderhaken braucht, können Sie hier dran aufhängen, Schlüssel, egal was. Und das ohne Bohren, ohne Kleben, ganz einfach über die Tür hängen. Und das geht an jede Tür ranzuhängen. Einfach hier rüberhängen, schau hier, kannst du richtig schwere Mäntel und Handtücher dranhängen und hast dann hier 5 Kleiderhaken zur Verfügung. Auch und nassen tolles Parker Edelstahl und so. Hier. Ja. Oh, sogar von Carlo Milano designt. Das ist auch noch hier sehr stilvoll gemacht. Was für ein Material ist das? Ist das gebürsteter Edelstahl, lese ich gerade. Gebürsteter Edelstahl, ja. Okay. So, richtig schön. Der Norbert aus Hamburg, ich glaube, den haben wir sehr glücklich gemacht. Meine Türen haben eine Dicke von 40 mm. Nach langer Suche bin ich bei Pearl endlich fündig geworden. Das Tolle daran ist, dass es eine gummierte Rückseite hat und es deshalb nicht hin und her klappert. Würde ich sofort wieder bestellen. Wichtig. Ganz viele von diesen über die Türhänger sind natürlich teurer, aber haben auch nicht diese Gummierung auf der Rückseite. Ja. Das heißt, wenn man dann eben mal die Tür aufmacht, dann klackern die immer nicht. So, ne? Ich habe so ein ähnliches Teil habe ich für Küchentücher. Ja, kannst du auch dran nehmen. An der Tür unter der Spüle. Das kannst du überall. Kannst du als Küchentücher, kannst auch einen Besen ranhängen, wenn du irgendwie im Keller deine ganzen Putzlappen oder so ranhängen musst irgendwo hin. Kannst du hier wirklich alles dranhängen. Du hast 5 Haken, es ist sehr, sehr stabil und sieht noch super schick aus dazu. Also alleine das Material, ich sag mal, in dieser Materialdichte, natürlich großartig für gerade mal 5 Euro, ist wohlgemerkt, wie gesagt, ein Preisalarm, nur einmal pro Besteller. Und passt auf alle Türen mit einer Breite oder mit einer Stärke von 35 bis 45 mm. Mhm. Da liegt der Norbert aus Hamburg natürlich genau dazwischen. Großartig. Und die Helga aus Hamburg, ja, in Hamburg haben wir einen großen Kundenkreis, schreibt uns noch: gut geeignet für kleine Badezimmer als Aufhängevorrichtung für Badetücher und Bademäntel. Ja, das ist es ja. Du kannst da richtig schwere Sachen dranhängen. Zum Beispiel so ein Bademantel, der wiegt ja schon mal was. Oh. Das hält richtig, richtig fest hier. Hier, die Ingrid hat auch noch eine gute Idee. Ich benutze die Türgarderobe zum Aufhängen der Leinen und Geschirre meiner Hunde. Sehr stabil und praktisch. Ah. Auch gut. Ja. Sehr gute Idee. Ja, sehr cool. Warum denn eigentlich nicht? Also, 5 Haken, kinderleicht anzubringen, ohne Werkzeug, ohne Schrauben, ohne Bohren, einfach einhängen. Verursacht keine Kratzer, klackert nicht, kannst du alles dranhängen. Leicht bis schwer und das bis zu 5-mal, das ist großartig. Und wie gesagt, die Installation dauert
zwei Sekunden, wenn überhaupt, einfach über die Tür hängen. Wir schauen mal auf pearl.de, was die normalerweise kostet. Da sehen wir, dass wir hier bei 12 Euro liegen. Wir haben es heute für 5 Euro, weil Sie in der 5 Euro Überraschungsshow sitzen, kriegen Sie diesen Preis. Aber wie gesagt, unser Preisalarm, bitte nur einmal bestellen. So, und das bitte mit der Bestellnummer NC5942 und die 569. NC5942 und die 569. Und ich gehe gerade gedanklich mal meinen Einkauf durch. Als ich diesen Haken für den Küchenschrank gekauft habe, ich glaube, da habe ich 12 Euro für bezahlt. Ja. Und der hat nur drei dieser Häkchen dran. Ja, und ich glaube, den hast du angeguckt und der war verbogen. Ja, der ist richtig stabil hier. Ich finde das auch gut, diese Gummierung auf der Rückseite. Ja, das ist eine Sache, die vergessen viele. Und dann klappert das halt, wenn du die Tür auf und zu machst. Ne? Ja. Dann lieber so. Klasse Produkt hier. Sehr cool. Unser Preisalarm. Einmal pro Besteller dürfen Sie den bestellen. Und dann ist er in wenigen Tagen vor Ihnen. So. Das perfekte Produkt für dich. Das perfekte Produkt für dich. Ja, jetzt bin ich gespannt. Oder so. Nein, das ist was für die Zähne. Oh ja, oh ja, oh ja. Eine kleine Reisezahnbürste. Die ist wirklich hervorragend. Frage ist, ist es eine normale elektrische Zahnbürste oder ist es eine Schallzahnbürste? Es ist eine Schallzahnbürste. Ah. Schallzahnbürsten, die reinigen mit einer unglaublichen, also das schwingt dieser Schwingkopf unglaublich oft hier. 22.000 Schwingungen pro Minute kriegen wir hier raus. Das kriegst du mit normaler Hand einfach nicht hin. Nee. Und dann, ich habe so eine Schallzahnbürste seit, bestimmt seit 10, 15 Jahren schon. Das macht die Zähne sauberer. Durch diesen Schall wird eben auch der Dreck zwischen den Zähnen weggemacht und der Dreck zwischen Zähnen und Zahnfleisch. Mir hat das damals mein Zahnarzt empfohlen. Und dann habe ich mir mal so eine Station gekauft. Die hat aber, glaube ich, 100 Euro gekostet. Und war natürlich so eine Riesenstation mit Stromkabel und was weiß ich. Die nimmst du nicht mal eben mit, oder? Aber die nimmst du nicht mal eben mit. Die hier kann man mitnehmen. So eine kleine Reisevariante und das auch natürlich noch mit Ersatzaufsteckbürsten. Das heißt, hier kann man also die ganze Familie mit versorgen. Hier hat jeder seine eigene Bürste. Und das gute Stück ist batteriebetrieben, hält meines Wissens ewig und ist natürlich mal großartig, wenn man unterwegs ist, mal für die Reise, vielleicht für die Außendienste, mal im Handschuhfach oder eben auch mal im Kulturbeutel, bevor man jetzt eben so eine große, die man eben normalerweise im Badezimmer stehen hat, mit Ladestationen, mit allem Schnipp und Schnapp und so weiter mitnimmt, da hast du schon mal den halben Kulturbeutel voll. Dann doch lieber so ein kleines, kompaktes Element, wenn man hier die Aufsteckköpfe abnimmt, schauen Sie mal, da bleibt nicht wirklich viel übrig. Also was ist das hier? Also so ungefähr also so ein bisschen länger als ein Finger. Die Schallzahnbürste und drei Aufsteckbürsten in verschiedenen Farben. Also kann man wirklich dann also eine Zahnbürste sich teilen mit der Familie. Probieren Sie es einfach mal aus. Es ist wirklich, also mich hat das begeistert. Die Zähne fühlen sich danach super glatt an. Und du hast gesagt, die Batterie hält ewig. Das kann ich hier nur unterstützen. Die Laufzeitkassen sind 120 Tage. Bei zweimal täglicher Anwendung. Mit der Bestellnummer NX7401 und der 569 hier unsere Schallzahnbürste mit drei Aufsteckbürsten. Können Sie auch bis zu fünfmal bestellen. Probieren Sie es einfach mal aus. Also ich bin begeistert davon. Ja. Ich werde mir die allerdings auch holen, weil Reisen ist natürlich einfacher mit so einer kleinen Bürste anstelle wie ich mit meiner ganzen Station. Ich habe mir tatsächlich zwei gekauft. Eine für hier und eine von zu Hause. Okay. Weil ich will die nicht immer hin und her schleppen. Aber das ist natürlich eine super Lösung. Das ist aber mal großartig. Für einen Urlaub oder sowas alles mit einer Batterie drin. Also ganz ehrlich, da spart man sich jede Menge Platz und jede Menge Schlepperei. Jede 100 Gramm, ich sag mal, im Koffer sind auch wichtig, oder nicht? Ja, gerade am Flughafen jetzt wieder. Ne? Wir fliegen ja wieder, aber da sind immer diese Gewichtsbeschränkungen. Hast ja lange genug Zeit, zum drüber nachdenken, was du alles mitnimmst. Ich fliege nach Sulze und nehme mit in meinen Koffer eine Schallzahnbürste. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Ah. Oha, jetzt haben wir eigentlich einen Artikel dreimal. Ein Artikel in drei verschiedenen Längen. Drei jetzt verschiedene fragen Sie, Längen, mein Gott, genau. Was kann das denn was sein? Was kann das denn nur was sein? Was haben wir denn für Längen? Wir haben eine Länge von 30 cm. Oh, hast du. Wir werden aber auch gleich die schriftlichen Elemente für die Länge von 60 cm in unserer Grafik erkennen und auch 120 cm Länge. Und ich behaupte, damit sind jetzt hier bei unserem 3-in-1 Schnellladekabel mit drei verschiedenen Anschlüssen an einem USB-Stecker doch nun wirklich alle Bedürfnisse bestens abgegolten. Ich persönlich mag die langen Kabel immer ganz gerne im Auto. Ja. Also ein bisschen mehr Spiel hat, vielleicht auch vorne mal den USB-Stecker hat und hinten mal geladen werden muss. Da reicht 1,20 Meter locker aus. Für zu Hause, direkt da, wo ich normalerweise mein Handy lade, passt natürlich immer so ein 30 cm langer. Ja, aber so 60 cm ist dann so genau dazwischen.
Ja, vor allem die Qualität der Kabel ist beeindruckend. Die sind stoffummantelt, dass wir eben sehr lange, langlebige Kabel haben. Dann haben die vorne an dem Stecker, der also ins USB-Netzteil oder in das Gerät geht, haben wir nochmal so eine Plastikumschirmung. Das ist so da, wo Kabel immer kaputt gehen. Mhm. Da knicken Kabel nämlich normalerweise immer. Die Sollbruchstelle. Immer. Die sogenannte Sollbruchstelle. Das wird mit Absicht gemacht, damit sie sich alle 6 Wochen ein neues Kabel kaufen können. Hier, die halten richtig lange. Natürlich nur zum Laden, nicht nur zum Laden, sondern auch um Daten zu übertragen. Ja. Sie haben so viele Bilder bei sich auf dem Handy. Wenn das Handy weg ist, sind die Bilder auch weg. Holen Sie die ab und zu mal runter und sichern die sich auf dem Computer. Wie viele Bilder hast du bei dir auf dem Handy, Moni? 42.000 oder so. 42.000 Bilder. Mein Handy kann schon lange nicht mehr. Aber ja, ich sollte die auch mal sichern. Hast du nicht gesichert, Moni? Nee. Du arbeitest bei einem Technikkanal. Das wird Zeit, die zu sichern. Wir haben Speichermedien. Wir haben Speichermedien, wir haben Kabel, wir haben alles, was du dafür brauchst. Stimmt. Das sollten sie definitiv vermeiden. Also nächstes Mal, wenn die Kabel haben, musst du die gesichert haben. Alleine so drei verschiedene Stecker an einem USB-Stecker, ist großartig. Ja, ist aber, sie werden wahrscheinlich auch mehrere mobile Endgeräte zu Hause haben. Das ist mal ein Handy, mal ein Tablet-Computer, mal ein Navi, mal ein E-Book-Reader, mal eine E-Zigarette oder sonst irgendwas für Geschichten. Und die haben mit Sicherheit alle unterschiedliche Anschlüsse. Gut, die iPhones und die iPads und so weiter mit Lightning und so weiter, ja, ist dran. Aber dann hast du eben mal ein Navigationsgerät, das braucht einen Micro-USB-Anschluss. Und schon stehst 20, du wieder mit einem separaten Kabel da. Ja. Jetzt haben sie alles das unter einem Dach. Das heißt, egal, wer auch bei Ihnen zu Besuch kommt, egal, welches Handy da auf dem Tisch liegt, wenn jemand sagt, hast du mal ein Ladekabel, haben sie ein solches Ladekabel. Und das eben in 3 verschiedenen Längen, aus denen Sie auswählen können. 30, 60 oder 120 Zentimeter. Und die haben wir natürlich hier ausgesprochen qualitativ hochwertig verarbeitet. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weiß auch der Nils aus Heidelberg zu schätzen. Ein stabiles Kabel, mit dem man gleichzeitig 3 verschiedene Geräte laden kann, solange die Stromquelle genügend Leistung liefert. Sehr praktisch und für uns ständig im Einsatz. Und der Andreas weiß das auch zu schätzen mit den längeren Varianten. Der Gute kommt aus Düsseldorf. Die gute Länge für den USB-Anschluss im Bus oder auch der Bahn. Ja, ist auch mal ein Thema. Ja, im Bahn hat man ja auch die Möglichkeit, seine Geräte zu laden. Und das, je länger das Kabel, desto besser. Ja. Abends im Bett, weißt du? Ja. Wenn du es lädst, dann kannst du immer nur so drauf gucken. Ja. Jetzt kannst du das Handy mitnehmen unter die Bettdecke. Ja. Tolle Sache. Cooler Artikel. So. Na, vor allem die Qualität dieser Kabel. Dass sie im Stoff ummantelt sind und diesen Knickschutz. Ich finde die Umwelt schöner als die normalen weißen Kabel. So. Ja. Vielen Dank. Oh, ein Bluetooth-Audio-Adapter. Sehr gut, sehr cool. Also, sehr cool. Das ist einer deiner Lieblingsartikel, ja, oder? Ja, muss ich wirklich sagen. So. Ist ein so einfacher wie genialer Artikel hier. Das ist ein Bluetooth-Audio-Adapter, den sie dann eben, womit sie ihr Bluetooth-Gerät, ob das ein Handy, ein Tablet oder ihr Computer ist, ganz einfach an die Stereoanlage anschließen können oder ins Auto. Oder sie können tatsächlich auch ihren normalen Kopfhörer, der kabelgebunden ist, jetzt auch mit ihrem Handy kabellos verbinden. Da stecken sie einfach dazwischen und dann können sie sogar telefonieren damit, weil hier noch ein kleines Mikrofon eingebaut ist. Es ist absolut genial, klein und kostet nur 5 Euro. Wir waren jetzt, wir hatten ja Urlaub. Ich hatte das mit meinen alten Freunden, haben wir einen Doppelkopfurlaub gemacht. Und da hatte der Vermieter in der Ferienwohnung hatte auch so einen Bluetooth-Adapter an seiner Stereoanlage. Da konnten wir dann eben unsere Musik, die wir gerne hören, von unseren Handys kabellos auf diese Musikanlage streamen. Das ist praktisch, oder? Super praktisch. Aber viele nutzen ja auch gerne noch, ich sag mal, etwas ältere Anlagen. Ich weiß noch, also ich habe einen Verstärker gehabt, den habe ich witzigerweise immer noch. Der war damals Referenzklasse, da habe ich sehr viel Geld für bezahlt. Der ist immer noch Referenzklasse. Der ist immer noch Referenzklasse, der läuft immer noch wie ein Uhrwerk, ist großartig, aber der ist eben nicht Bluetooth-fähig. Ja. Ja, da kannst du jetzt, mal gut, ist ein klassischer Verstärker, das heißt, du brauchst also irgendwie einen CD-Player oder einen DVD-Spieler oder irgendwas anderes, um es dran anzuschließen. Jetzt könnte ich diesen Verstärker nehmen, Bluetooth-fähig machen. Ganz genau. Und ganz einfach von meinem Handy aus kabellos meine Musik über den Verstärker auf die ganze Anlage streamen. Ja. Das wäre früher nicht denkbar gewesen. Wäre nicht denkbar gewesen. Du kannst es auch in dein Autoradio stecken, wenn das so ein Cinch-Adapter hat. Mhm. Oder du kannst, und das finde ich eben auch so genial, guck mal, hier ist eine Buchse für einen Kopfhörer. Ach. Du kannst also jeden Kopfhörer Bluetooth-fähig machen, indem du das dann einfach hier reinsteckst. Das ist cool.
du hast ja, man hat ja viele gute Kopfhörer, aber man legt die in die Ecke, weil die nicht Bluetooth-fähig sind. Oder weil die Kabellage eben begrenzt ist, ne? Ja, ja. Für 5 Euro kannst du das ganz einfach nachrüsten hier mit diesem tollen, tollen Bluetooth-Adapter. Mit der Bestellnummer PX4744 und der 569. Hier sehen wir mal, wie es im Autoradio eingebaut wird. Es ist wirklich kinderleicht. Man muss es nur reinstecken und schon kann das Autoradio mein Bluetooth-Handy empfangen. Ist auch gleich, zeige ich eben noch eine Freisprechanlage. Ja. Man darf ja im Auto nicht telefonieren ohne Freisprechanlage. Das kann richtig teuer werden und kostet auch Geld. Kostet richtig Geld und Punkte, glaube ich. Ich meine, 60 Euro ein Punkt wäre mein letzter Wissensstand, kann aber auch schon wieder teurer geworden sein. Das, weiß ich nicht. Unabhängig davon ist es natürlich der Sicherheit nicht gerade zuträglich, wenn man da vom Handy mit dem am Ohr und so weiter abgelenkt wird. Also muss nicht sein, dann lieber nachrüsten und das mal für kleines Geld. Ja. Für gerade mal 5 Euro. Ein sehr beliebter Artikel übrigens bei uns. Ja. Bitte schön. Vielen Dank. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Disco, 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 Party, Disco, Party. Party. Ja, das ist der Hammer. Warte mal. So. Gibt es das? Ein Disco-Licht, oder? Ein Disco-Licht, ein Mini-Disco-Licht mit rot, grün und blauen LEDs, die natürlich ein paar richtig coole Effekte erzielen können. Mit Akustiksensor. Ja, ja. So, und das eben für alle gängigen Handytypen, also für die USB, für USB-Anschluss. Kann man also auch mal am Computer oder wie in unserem Fall jetzt hier mit der Powerbank verbinden oder auch mit iPhone-Anschluss. Cool. Da ist ein Lightning dabei, ne? Ja. Da ist ein Lightning dabei. Guck mal hier, ich habe die jetzt ans iPhone angeschlossen. Ja. Und jetzt kann ich nämlich auch noch, also das ist schon mal ein super Lichteffekt hier. Ja. Und dann kann ich aber auch noch, Moment, ich suche mal hier was, kann ich Musik spielen und dann ist das wie so eine Lichtorgel. Ich suche mal ein cooles Disco-Lied. Wow, also die Farben, die sind echt der Wahnsinn. Das ist schon irre. Oder je weiter man weggeht von dem Teil oder je weiter man den von irgendeiner Wand oder sowas wegstellt, desto cooler wird der. Siehst du das hier? Ja. Das bewegt sich dann im Takt der Musik dazu. Guck mal, meiner macht mit. Ja, der hat ja ein kleines Mikrofon drin. So, tada. Irre, ne? Cool. Oh, hier mein weißes Hemd, das muss doch toll aussehen. Oh. Guck dir das mal an. Ja, ist großartig. Ich guck mal Moni. Ja, natürlich, wenn man das weiter weghält, ist natürlich noch beeindruckender. Ne? Bei allem, was blinkt, muss ich immer an deinen Partykeller denken. Ja, du warst mal da, ne? Ja. Oder du kennst den noch gar nicht. Nee. Ein Moloch. Ein Moloch. Einmal drin. Muss mal rumkommen in Bremen. Ja. Wir sind sehr gastfreundlich. Nur sehr schwer wieder raus. Ja, du weißt das. Hast du da so ein Licht? Ich habe verschiedene Lichter, ja. Ja, ja, auch so ein Licht. Ich finde das toll. Wir sind absolut lichtbegeistert für sowas. Ja, ja, klar. Die und das Stimmung ist so einfach. Guck mal, bei dir muss das doch auch. Ja, hier, ach so, jetzt. Da wird sogar Carsten zum Disco-Man. Yeah. Da muss man mit hier. 5 Euro nur. Und kein Preisalarm, ne? Können Sie so oft bestellen, wie Sie wollen. Ja. Holen Sie sich die Disco nach Hause. Es ist ja Disco-Zeit. Wir tanzen alle gerne und hören gerne Musik. Hier, 5-mal können Sie es bestellen. Stell dir mal vor, 5 von denen in einer Reihe. Aber hallo, da geht richtig die Post ab. Da geht richtig die Post ab. So. Das ist wie in den 90ern in Wiener Steffi an einem Freitagabend. Ja, die Musik passt, ne? Ja. Ja. Guck mal hier so von der Seite. Also die Effekte sind echt cool, gerade mit diesem Akustiksensor und so weiter, der gibt auch so schon coole Effekte ab. Oh ja. Aber mit dem Akustiksensor natürlich noch viel cooler. Also die Bestellnummer NX1472 und die 569, NX1472 und die 569 für alle USB-Geräte oder eben auch mit dem iPhone-Anschluss. Beides ist entsprechend mit dabei. Und jetzt haben Sie Disco-Feeling und das nicht nur Samstagnacht, sondern überall, wo Sie sind. Viel Spaß im weiteren Programm.